Herzlich willkommen beim Business Talk am KUDAM. Heute sprechen wir mit Cornelia Lehmann, einer Marketing- und Kommunikationsexpertin von Munich Berlin Media Relations, über Kommunikation und PR in Krisenzeiten. Musik Die Pandemie hat die Wirtschaft erschüttert. Viele Unternehmen mussten auch Sparmaßnahmen durchführen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass Marketing- oder Kommunikationsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt wurden. Oder wie hoch ist denn die Bereitschaft, überhaupt noch zu kommunizieren? Also kurzer Blick zurück an Anfang des Jahres, als die ersten Anzeichen für den Lockdown anstanden und die ersten Krisengespräche folgten, war der erste Griff für mich zum Telefon, um alle Offline-Marketing-Maßnahmen für einige Kunden zu stornieren. Mhm. Besonders betroffen waren in dem Fall Print und Radio- und TV-Medien, die sich aber sehr kulant gezeigt haben. Aber das war, ich nenne das mal so, wir haben auf Autopilot gestellt und äh, agiert und Budgets gekürzt. Und da war erstmal der erste Gedanke, okay, alles sichern, was wir sichern können. Äh, der zweite Aspekt, die zweite Problematik ist natürlich, dass ähm, viele Marketingmaßnahmen jetzt auch gerade ins Leere laufen und Unternehmen sagen, okay, die natürlich vorproduziert wurden und sagen, okay, wir stoppen sie, wir müssen budgetieren, wir müssen den richtigen Ansatz finden und natürlich viele Gelder in dem Sinne eingefroren werden. Sie raten Unternehmen gerade auch in der Krise weiterhin zu kommunizieren, mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Warum? Der eine Aspekt ist folgender. Durch die Digitalisierung, die jetzt nochmal einen Push bekommen hat und wir alle sehen, wie wichtig die digitalen Medien sind, ist auch folgender Aspekt entstanden. Noch nie war Unternehmenskommunikation eigentlich so leicht und so kostengünstig. Ein wichtiger Aspekt, den viele nicht sehen. Deshalb sagen wir schon aus, der Perspekt, aus, aus diesem Aspekt heraus, bleiben Sie dran, machen Sie weiter. Der andere Aspekt, der interessant ist, ist meiner Meinung nach ein sehr menschlicher Aspekt. Wir sind in einer Krise, in einer globalen Krise, wo jeder mit dem gleichen Problem gerade zu tun hat. Wir alle sind konfrontiert mit Covid-19. Wir alle wissen nicht so richtig, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen und wie wir sie handeln sollen, Privatpersonen als auch Unternehmen. Wir probieren den optimalen Weg zu finden. Was ist das? Unternehmen bekommen plötzlich meiner Meinung nach einen sehr humanen Aspekt, ein sehr menschliches Attribut an den Angelegt. Der Konsument kann sich mit dem Unternehmen identifizieren. Weil er versteht, ah, das Unternehmen hat das gleiche Problem wie ich. Wie mhm. gehe ich mit dieser Krise um? Mhm. In der Vergangenheit haben große Konzerne sehr viel Geld investiert, um genau diesen menschlichen Aspekt zu kommunizieren. Wir sind für dich da, wir sind hier. Durch die Corona-Krise ist es automatisch gegeben. Sprich, wenn man jetzt intelligent und authentisch seine Kommunikationsmaßnahmen weiterführt, kann man in der Zukunft sehr davon profitieren, weil man einfach schon den Konsumenten emotionalisiert hat. Wir sind ja im gleichen Boot. Ich weiß, wie es dir geht. Und am Ende ist es besser zu zeigen, ah, der Weg war schwierig für mich in der Krise, aber das waren meine Lösungsansätze, so habe ich es geschafft. Mhm. Und das versteht der Konsument und sympathisiert mit dem Unternehmen. Und das schafft eine Bindung, die vielleicht keine Werbemaßnahme auf dieser Welt so herstellen kann. Ja, man, Wie jetzt? man könnte fast sagen, unbezahlbar. Unbezahlbar, ja. 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 Genau. Krisen bieten nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Gilt das auch für die Krisen- oder beziehungsweise für die Unternehmenskommunikation? Definitiv. Und man sagt ja nicht ohne Grund, Sieger werden in der Krise gemacht. Und die Unternehmen, die jetzt einfach verstehen, dass man umdenken muss, beziehungsweise ganz im Gegenteil nicht Budgets einfrieren sollte, sondern einfach seine Strategie ändern sollte, um richtig am Kunden dran zu bleiben, beziehungsweise zu erklären, was hier passiert, wie gehe ich mit der Krise um als Unternehmen, die haben die Chance, vielleicht weniger beschadet aus der Krise herauszutreten, weil sie gewinnen einfach einen Kunden. Vielleicht mit der Emotion und die bleibt. Denn wir sitzen ja alle am Ende im gleichen Boot. Wir können nachvollziehen, was ist die Problematik. Mhm. Entscheidet sich also sozusagen jetzt, wer nach der Krise gut aufgestellt ist und dann in Zukunft auch Marktanteile gewinnen kann? Definitiv. Also die Unternehmen, die äh, willig sind, einfach mal auch kurz zu analysieren, wie zeitgemäß ist überhaupt jetzt noch mein Unternehmen, wie zeitgemäß ist meine Unternehmensphilosophie. Verfolge ich überhaupt die richtigen Ansätze oder auch ganz leichte andere Fragen? Bin ich der Digitalisierung gewachsen? Ist meine Homepage richtig aufgestellt? Wie ist die interne Struktur überhaupt im Unternehmen von Marketing-Sicht her? Und wie kommuniziere ich überhaupt? Habe ich die richtigen Inhalte? Habe ich einen Newsblock? Viele Kleinigkeiten jetzt reinspielen. Und wenn Unternehmen vielleicht kurz sich settlen, kurz runterkommen und mal analysieren, wo sind vielleicht Problemfelder, die ich verbessern könnte, um zeitgemäß einfach zu wirken? Die haben eine Chance, definitiv positiv aus der Krise herauszutreten. Mhm. Worin sollte der Schwerpunkt einer erfolgreichen Krisenkommunikation bestehen und welche Botschaften sollen den Kunden vermittelt werden? Also in erster Linie sollte man authentisch bleiben. Man kann kommunizieren, welche Problematik vorliegt, sollte aber immer im Hinterkopf einen positiven Grundton haben. Umfragen haben gezeigt, der Konsument möchte Hoffnung verspüren in der Krise, er möchte das Gefühl vermittelt bekommen, am Ende wird alles gut. Ich denke, wir können alle mit schwierigen Situationen umgehen, wir befinden uns alle gerade in schwierigen Situationen, aber wir möchten auch Lösungsansätze sehen. Sprich, man muss offen kommunizieren, das ist unsere Strategie, das ist der Weg. Und wir sind überzeugt davon, dass dieser Weg richtig führt und das für ein positives Ergebnis. Ich glaube, das ist menschlich, das ist authentisch und diese Strategie ist sehr erfolgsversprechend dann einfach. Mhm. Und wie unterstützt Ihre Agentur jetzt Unternehmen in diesem Kommunikationsprozess? In erster Linie probieren wir gezielte Kommunikationsmaßnahmen für mittelständische Unternehmen zu entwickeln. Sprich, wir analysieren erstmal die Basis. Wie gesagt, wie zeitgemäß ist das Unternehmen, wo sind vielleicht Schwachstellen, die man optimieren könnte? Wir probieren nicht, Pakete zu verkaufen, keine Agenturpakete. Buchen Sie das und Sie bekommen das, das, das. Wir probieren schon sehr spezifisch und gezielt auf den Kunden einzugehen und zu verstehen, aha, okay, das ist das Ziel, das möchte der Kunde. Ist seine Zielgruppe noch die richtige? Sind seine Maßnahmen die richtigen? Und wenn wir die Fehler finden oder die Optimierungsstellen finden, probieren wir einfach hier anzusetzen und zu sagen, okay, das wäre vielleicht eine gute Content-Strategie. Hier könnte man die sozialen Medien erweitern, hier könnte man die Homepage optimieren. Hier sind die SEO-Einstellungen nicht so richtig. Und wir probieren einfach individuell auf die Wünsche und vielleicht die Probleme der Unternehmen einzugehen und hier zu helfen. Gepaart natürlich, was uns interessant macht, auch mit Kommunikationsmaßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit. Sprich, wir haben ein großes Netzwerk an Journalisten, an Moderatoren, an äh, Veranstaltungsfachmenschen und probieren hier einfach auch gezielte Kampagnen zu entwickeln, wo man sagt, okay, sie haben einen Mehrwert. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank.